Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Island 2. Ja, ich bin noch ein Stückchen weitergelaufen von dem Sumpf, in dem wir letzte Folge waren. Der ist irgendwo hinter mir in ihre Richtung. Aber auch nicht allzu weit. Ich habe hier eine schöne große Höhle gefunden und da möchte ich gern mal reingehen. Ich hoffe jedenfalls, dass die schön groß ist. Und ja, ich habe extra den Shader mal ausgestellt, dass ihr auch wirklich was sehen könnt da drin. Sonst wäre es ja wirklich viel, viel zu dunkel. So, erstmal hier ein paar Fossilien abbauen. Ja, den Mausfehler, den ich ja letzte Folge auch angesprochen hatte nochmal, den habe ich ein bisschen behoben. Jedenfalls ist es nicht mehr so schlimm. Musste einfach ein paar Sachen noch ausstellen und so weiter. Da müssen wir dann gleich runtergehen, glaube ich. Erstmal will ich hier oben ein bisschen noch erkunden. Oh ja, also so eine Höhlenfolge hat man ja auch schon länger nicht mehr. Vielleicht noch mal ein bisschen Kohle mitnehmen, die können wir gut zum Braten brauchen. Von allen möglichen Sachen, zum Beispiel auch für die Energiegewinnung und so weiter. Ja, die lassen wir jetzt da oben dran. Da komme ich auch nicht so gut hin. Fossilien lassen wir aber nicht zurück. Kein einziges mehr. Jedenfalls, soweit ich sie sehe. Schon fast welche übersehen. Also, ich muss aufpassen. Oh, Eisen. Perfekt. Oh, mehr Fossilien. Schön. Aber erstmal das Eisen mitnehmen. Eisen ist auch sehr wichtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Eisen wir eigentlich noch haben. Aber ich glaube nicht mehr so viel. Ach, hier ist auch die Schlucht. Ich gehe einfach mal kurz hier noch hier rüber. Da gibt es auch noch Fossilien. Perfekt. Und da auch nochmal. Und dann ist hier, glaube ich, irgendwie ein Fluss oder sowas. Ja, genau. Da geht es nicht weiter mit der Höhle. Oh, da oben. Da sehen wir schon das erste neue Erz. Muss nur die Lava hier erstmal wegmachen. So. Da ist Zirtusquarz von der Plate Energistics. Den werden wir dann gleich abbauen, wenn die Lava weg ist. Den brauchen wir ganz dringend. Für das ganze ME-System. Ach, da freue ich mich schon drauf. Wenn das ganze ME-System gebaut ist und wir keine Lagerprobleme mehr haben. Hier ist noch mehr davon. Super. Sechs Stück aber leider nur. Wir brauchen mehr davon. Viel mehr. Wir graben uns hier einfach mal ein bisschen runter. Osmium! Schon unser erstes Osmium gefunden. Da ist Kupfer. Ach ja, wie schön. Einfach alles Mögliche, neue. Es war eine gute Idee, hier ein bisschen mehr wegzugehen von unserer Insel mal. Wir waren ja wirklich die ganze Zeit immer nur auf unserer Dino-Insel und haben Gehege gebaut und sonst nichts. Und die meisten Gehege habe ich ja wirklich offscreen gebaut gehabt. Das will ich jetzt auch ein bisschen ändern. Wenn, dann baue ich. Ich baue wenn in Folgen oder in Streams. Ich möchte nicht mehr offscreen bauen müssen. Sonst seht ihr einfach viel zu wenig davon. Ich freue mich auch mal, wenn ein Projekt viel mehr Folgen hat als normale Projekte. Sonst gehen meine Projekte immer nur so bis 20 Folgen. Das längste war 30 Folgen bisher. Ist Jurassic Island eigentlich auch schon 30 Folgen lang? Ich weiß gar nicht. Oh, hier geht's tief runter noch. Ich gucke mir aber erstmal den Rest der Schlucht an. Oh, ein Mod, den ich noch drauf machen sollte, wäre vielleicht der Backpack-Mod. Das wäre eine gute Idee. So ein Backpack könnte man auf jeden Fall gebrauchen. Hätte ich mal dran denken sollen. Naja, gut. Ich habe das Update zum Glück noch nicht veröffentlicht. Kann ich noch was hinzufügen? So, Eisen, Kohle reicht, glaube ich, erstmal. Haben wir genug. Aber Fossilien und das andere Zeug muss man natürlich noch mitnehmen. Eisen, oh, toll.
So, da ist noch Eisen. Ah, da ist noch ein Fossil. Ah, noch mehr Fossilien. Hätte ich fast alle schon wieder übersehen. Da ist noch mehr Eisen. Ja, und gibt es jetzt hier noch irgendwie was großartig hier hinten so? Bestimmt irgendwo Fossilien übersehen. Kann ich leider auch nichts für. Da oben an der Decke sind auch noch welche, die nehme ich aber nicht mit. Mal sehen später, wenn wir hier wieder rausgehen. Hier sind noch. Da war eins. Mist, da komme ich nicht gut ran. Ich lasse die Fossilien jetzt einfach mal dort. Wir werden ja bestimmt nochmal herkommen oder vielleicht nehme ich sie auch auf dem Weg nach oben wieder mit. So, ich hoffe mal, ich beende die Aufnahmesession nicht mitten in der Höhlentour hier. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schlecht. Ich würde nicht mehr rausfinden. Da sind noch mehr Fossilien. Perfekt. Jetzt sind langsam sogar die Pflanzenfossilien für mich sehr wertvoll geworden. Da es jetzt auch diesen neuen Baum gibt und sowas, den ich auf jeden Fall auch noch haben möchte. Und ich möchte auch mal ein bisschen mehr mit den Pflanzen von dem Mod alles dekorieren und so weiter. Ich habe große Pläne. Aber erstmal machen wir ein bisschen was anderes als Dino-Kram hier. Vorbereitungen, so ein schönes Labor bauen wir mal. Ich werde mein Haus komplett, glaube ich, mal umsetzen auch. Und woanders hinpacken. Dass wir ein bisschen mehr Freiraum haben. Ein schöneres Labor bauen können. Das Lager wird ja sowieso jetzt das ME-System, was überall hinkommt. So einen Kontrollraum können wir ja auch noch bauen. Also ich habe gute Pläne dafür. Ist noch mehr Zirtus. Stimmt, wir haben doch, glaube ich, Glück drauf, oder? Ja, genau, Fortune hatten wir drauf. Ach, zum Glück habe ich Enchanting Plus drauf. Jetzt zeigt der Mod wirklich mal, was er alles kann. Jetzt, wo wir hier das Zirtusquarz und so weiter brauchen, da lohnt sich das schon mal. Das ist noch ein Fossil, so. Ich möchte auch gern ganz viel gefrorene hier Fossilien mitnehmen eben. Also, wie heißen sie hier? Das gefrorene Fleisch möchte ich gern haben. Bringt ja auch dann schöne Eiszeittiere und eben, ja, Eiszeittiere, Megalania und sowas. Eben das, was nach den Dinosauriern kam, alles. Säugetiere und so weiter. So, hier noch ein bisschen Zirtusquarz. Ich brauche dringend wirklich einen Rucksack. Was? Ach, das ist ein normaler Stein. Ich dachte schon, das wäre so ein Eisstein jetzt. Wir sind schon auf Goldhöhe? Ja gut, also alles mitnehmen, was man alles tragen kann hier. Wird ja nicht mehr so viel sein bald. Da war noch eins. Da ist noch mal Eisen. So. Haben schon fast Stack Eisen wieder. Das ist ja wirklich toll. Und es ist auch gut, dass ich die Fackel in der einen Hand halte. Da kann man hier auch immer schön was sehen. Und ich muss nicht einfach dauerhaft Fackeln setzen. Überall hin. Da gehen wir, glaube ich, später hoch. Oh, hier geht's tiefer. Habe ich gar nicht gesehen. Ach ja, was man nicht alles entdeckt. Hatten wir eigentlich. Ja, wir hatten ein Netherportal. Gut. Stimmt. Sonst hätte ich ja auch nicht einen schönen Kobalt-Exkavator kriegen können. In dem einen Stream war das ja. Stimmt. Oh, ich bin vergesslich. Es ist einfach viel zu lange her jetzt, glaube ich. So, da unten war Redstone, genau. Müssen wirklich, glaube ich, gleich ein bisschen was wegschmeißen. Ja, jetzt müssen wir was wegschmeißen. Fossilien kann ich nicht wegschmeißen, Marmor schmeiße ich weg. Redstone brauchen wir auf jeden Fall auch noch in Massen. Moment, das kann weg, das kann weg, das kann weg.
Das kann weg, das kann weg, das kann weg. 21 Kohle, das weg. So, dann. Da kommt 5 raus. Nee, weg damit. Gut. Dann können wir jetzt in Ruhe weiter gucken. Oh Mann. Aha, da ist also dann die Lava-Höhe. Auch dringend Cobblestone hier. Ist wirklich alles Lava hier? Och Mann. Ah, hier geht's noch weiter. Also ein richtig großer Lavasee ist das auf jeden Fall. Am besten sneak ich hier dauerhaft. Ist wirklich sehr, sehr gefährlich hier. Ich würde auf die Spitzhacke gern Mending drauf machen. Wenn ich dann wieder bei der also zurück auf der Insel bin, werde ich da glaube ich mal ein bisschen gucken. Aber erstmal brauchen wir schön Erze und so weiter. Ich würde gern auch noch mal ein paar Diamanten finden. Oh, eine Höhle. Ja, wir sind hier auf Höhe 13, da sollte man schon ein paar Diamanten finden können. Lapis möchte ich auch mitnehmen. Hier, alles blutet. Hier das mitnehmen. Wir nehmen einfach alles Mögliche mit, was wir kriegen können. Bis eben unser ganzes Inventar voll ist. Oh Mann, so viel Lapis. Oh, eine Mine! Juhu, ein Minenschacht! So, da gehen wir dann gleich hin. Ich will erstmal hier die Höhle fertig haben. So, vielleicht fühlt das hier oben ja auch rein in die Mine. Oh, Mann! Immer der Kies, der von oben fallen muss. Ja, hier führt es auf jeden Fall auch noch in die Mine. Oh, da hinten ist ein Spinnenspawner. Ich höre erst mal hier lang. Noch mehr Fossilien. Da noch mal eins. Also unsere Fossilienausbeute ist schon mal sehr gut. Da kann man nicht meckern. Osmium haben wir jetzt auch fast ein Stack. Oh, eine Kiste. Zytosquarzdust. Ah, ja gut. Ich möchte nicht zu viel mitnehmen, was wir nicht mehr tragen können. Aber ein paar Fackeln können wir noch mitnehmen in unseren Stack. Einen goldenen Apfel sollten wir mitnehmen. Schienen, nee. Und das müssen wir auch noch hier drin liegen lassen. Ich nehme auf jeden Fall, glaube ich, einen Stack von jedem Erz mit. Da brauchen wir aber noch ein bisschen Kupfer. Kupfer haben wir noch viel zu wenig dafür. Naja, einen halben Stack. Ein halber Stack Kupfer geht sogar schon. Da ist noch Eisen. Gehen wir mal hier auf die Seite. Und Kupfer. Perfekt. Und schön abbauen. Und dann schauen wir mal weiter. Was gibt's denn? Ach, das ist hier. Ja, hier geht's gar nicht weiter. Auch schön. Fossilien übersehen. Das Ding brauchen wir nicht. Schön die Decke auch immer noch im Blick halten. Ich glaube, ich setze mal dahin, wo ich schon war, eine Fackel. Dort, wo nichts mehr ist. Ah, hier geht es dann auch noch runter. Da wird man dann später mal schauen. Hier geht es dann auch wieder runter. Wir schauen aber später dort. Ich will hier oben noch ein bisschen alles erkunden. Denn wir haben ja wirklich noch kaum was erkundet hier. Sieht cool aus.
Dottos Quarz. Also die ganze Höhle hier sieht wirklich cool aus. Und da ist, glaube ich, so ein Eisstein. Genau, hier. Diese gefrorenen Steine mit unserem schönen Lieblings hier Permafrost drin. In dem Permafrost kann ja wirklich so gefrorenes Fleisch sein, aus dem wir dann eben die Eiszeittiere und so kriegen können. Die es jetzt noch nicht wissen. Mann, was es hier nicht alles gibt. Das ist wirklich eine große Mine. Ich sollte hier, glaube ich, ein Kistenlager bauen. Ja, ich sollte hier dringend ein Kistenlager bauen. Am besten hier in diesem Raum. So, eine Werkbank. Stellen wir hier hin und jetzt zwei Kisten. So. Dann können wir hier erstmal immer mal alles ablagern, was wir gerade nicht brauchen. Dann können wir neues Zeug mitnehmen. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr praktisch. Dann können wir hier ab und zu mal hinkommen zum Farmen. Das ist, glaube ich, eine super Idee. Dann kann ich auch wieder ein bisschen Kohle mitnehmen. So. Ich glaube, ich sollte ja auch ein Advanced Enchantment Table hinstellen, dass ich Werkzeuge reparieren kann und sowas. Oder ging das in dieser Version gar nicht mehr? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, ich will jetzt nicht alle Kohle mitnehmen, das ist sonst zu viel. Sind wieder auf Höhe 23, wirklich? Sind wir wirklich so schnell wieder hochgekommen? Mann. Komm, einfach das Ding abbauen und fertig. Ich habe jetzt natürlich kein Schwert mit für die Spinnenweben. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass man ein Schwert bräuchten mal. Für Spinnenweben. Braucht man ja sonst immer nur für Monster, deswegen habe ich mal keins mitgenommen. Da ist Permafrost. Ein Buch. Zwei Bücher. Und nichts weiter. Aber hier ist noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir auch gleich mal mit. Ich freue mich ja, wenn wir noch ein paar Dias finden würden. Warte, da ist noch Kupfer. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach wirklich mal ein bisschen tiefer runter. Nehmen das Osmium hier noch mit. Gut, bevor wir hier weiter nach unten gehen, gehe ich, glaube ich, nochmal nach oben. Zu unserem kleinen Lager. Und dann lege ich nochmal ein paar Sachen ab. So, Moment. Wo war das Lager? Das muss ich jetzt nochmal gucken. Wo war jetzt nochmal das Lager? Da hinten irgendwo. Ach stimmt, wir sind hier lang gegangen. Oder? Dort hinten war das Lager. Zu Spinnenweben einfach. So, hier ist unser schönes Lager. Hier werde ich nochmal ein bisschen Zeug ablegen. So. Stelle ich einfach mal Fackeln hin, das Eisen. Ne? Komm, das Eisen baue ich dann gleich ab. Aber das werde ich erst in der nächsten Folge tun. Denn diese Folge ist schon wieder zu Ende. Ich hoffe, euch hat diese Farming-Folge mal gefallen. Das wird jetzt in den nächsten Folgen auch nochmal passieren. Also so ein paar Farming-Folgen werden jetzt kommen. Oder vielleicht auch nur so eins, zwei noch. Mal sehen. Ich will auf jeden Fall genug von den neuen Erzen haben, dass wir richtig durchstarten können auf der Insel drüben. Und dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!